So Leute, willkommen zurück zu One Piece Unlimited Cruise. Im letzten Part wurden wir episch weggeschleudert, haben ein bisschen gecraftet und... Ey, kommst du her? Kommst du her? Okay, die Wirklichkeit ist gefragt. Und durch, bin ich. Es gibt zwei Wege. Der führt in die Sackgasse, oder? Ah, heiß. Nein, 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 nicht. Dazu sage ich jetzt nichts. Dazu sage ich jetzt nichts. Jetzt zeige ich euch mal Diablo Shambo. Aber erstmal hier die Sprungattacke. Die kennt ihr schon. So. So. Diablo Shambo. Diese Attacke verändert sich auch die Schüttelattacke, und zwar in diese Attacke. Und sie kann den Gegner natürlich verbrennen. Und dadurch wird auch eure Angriffskraft immens gestiegen und nach einer Weile geht's weg. Also der Effekt von Diablo Shambo. Und ich finde, das ist echt eine super Attacke und... Schatztruhe. Wir prüfen, was ist da, drin. Gefrorenes Fleisch. Das ist kostbares Gut. Fleisch ist schwer zu kriegen. Ich mache wohl das übliche Mittagessen. Wie ein Mammut aussehende Kräuter brauchen wir noch. Okay, die sollten wir hier. Hier? Nee, die kommt erst später. Die kriegen wir dann eigentlich auch noch. Und ja, damit können wir auch noch den Wildschuss auch benutzen. Und ich wollte eigentlich nur diese Attacke zeigen. Jetzt gehe ich mal auf. Namisline. Namisline. Namiswan. Guayo! Ich weiß jetzt nicht, was ich sagen soll, einfach Nami, hau drauf. So. So, gib mir Eisenschrott. Ach, doch nicht. So, haben wir. Ach, wisst ihr was? Ich nehme mal Brook, weil Brook sollte ich auch mal leveln, weil der hat eigentlich so wie kaum eine gute Attacke. Der hat nur drei Attacken. Was braucht denn der Brook eigentlich alles zu verteidigen? Brookie-Line. Für die Schüttelattacke brauche ich Sprung A. Boah, Sprintattacke braucht verdammt viel, ey. Drei Attacken. Okay. Lustiger Walzer ist eine blöde Attacke, aber naja. Hey, ja, nicht mal getroffen. Mit dieser Attacke müssen wir umgehen können und das. Ja. Kann nicht jeder. Jump the Sunny. So, Kampf ist Arsch. Du lebst noch? Gestorben. Oh ja, du kriegst eine Latte, weil Brook besiegt wird. So, was war denn da unten? Nein, hier muss ich eigentlich nicht lang, aber das ist ein optionaler Weg. Ja, der führt zu. Der führt hier hin und. Schlammpuppen. Wow, viele Schlammpuppen. Ich weiß, Sprung. So. Wie man sehen kann, die Attacke zieht verdammt wenig. Und ja, endlich. Schneller geworden, Auswahlschritt. Okay, zeige ich gleich mal. Bam! Und das ist eine Attacke, das kann ich sagen. Dieser Attacke ist. Mega stark. Hier kann man eine Leiter bauen, aber erst, glaube ich, viel später, oder? Nein, ich glaube, die kann man schon früher bauen. Oder? Ich frage mich, ob wir da oben irgendwo noch hochkommen. Hey, frag doch einfach mich. Die Sache habe ich in Sekunden. Ja, ja. Jetzt. Okay, wir benötigen fünf Bambus. Okay. Da oben bekommen wir dann die Kröten. Kröten? Naja, die wie Mammut aussehende Kröten. Da bekommen wir die dann? Ja. Ich glaube, die kriegt man auch schon früher. Oder eine andere Mauer, besser gesagt. Und, Moment mal. Items. Wo ist meine alte Kältecreme hier? So. So, machen wir das neu weg. So.
ihr mehr, zwar SP, wenn wir sprinten, aber sie regeneriert sich wieder. Ja. Wo ist der? Hier. Jetzt weiß ich nicht mehr, welcher Weg der richtige war. Oben oder unten? Ich glaube, der untere führt uns nichts. Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ich bin auf dem richtigen Weg. Das ist schlecht. Weil ich will eigentlich alles zeigen. Moment, welche Attacken muss ich jetzt lernen? Ich glaube immer die Sprintattacke, oder? Jo. Oh, so vieles lernen. Nee. Moment. Come on, Digga. Stimmt. Tschüss. Ach komm, ich will nochmal sprinten. Oh ne, Moment mal. Hier kommt gleich eine Menge an Gegner. Oh. Aua. Moment einmal. Namilein. Aua. Probieren. Ja, Fetzen eines Umhangs, endlich! Ich glaube, davon benötige ich 3. So, okay, Nami. Das reicht dann wieder für dich, danke. Ich glaube, von denen brauche ich dann 3 für die Soul King Maske. Der blöde Vizeadmiral muss zuerst mal sterben, weil der macht. Ja, zwar guten Schaden, aber sonst nervt er einfach nur, weil er immer seine Leute zusammenpackt und so. Egal, der ist halt Vizeadmiral, was von erwartet man schon von denen. Moment, da ist was, da ist doch was. Hier ist doch was. Hier ist doch was. Nö. Wenn hier was war, dann bin ich wütend. Okay, hier kommen jetzt ganz viele Gegner, das weiß ich. Oder nicht? Oder kommt es erst später? Ah, hier ist das Monument für Gabri. So, was benötigen wir denn? Käfer aus Schneitenbergen, okay, noch eine weiße Komponente. Schneedrattisch, jetzt eine Summe, wieso soll die nicht her? Wie viele Eisscherben brauche ich? 15. Ich gehe mal das hier. Oh ne, Moment, Gegengift. Das brauche ich eh nie. Okay, so. Dann der Eiskäfer ist ziemlich hart zu fangen. Er ist einfach teuflisch. So, jetzt kommen die Gegner. Baum! Alle haben Waffen, aber gegen meine Schützenfähigkeit haben sie keine Chance. Ja, schau, dass du tot bist, Lissop, sonst könntest du mir helfen. Au, oh Mann! So, erstmal den Vizeadmiral ausmachen. Der nervt mich am meisten. So. Dass hier alle hier bei den Bäumen stehen müssen. Ich könnte irgendwo ein Käfer sein. Ah, da ist er, okay. Okay, den kann ich. Wo bist du, Dickerchen? Ah, wo bist du? Komm her, komm on. Und ich weiß nicht, ob ich die Eiskäferjagd rausschneiden soll. Oder nicht. Weil es ist eine nervige Jagd. Also ich kann schon mal sagen, dass ich dafür Minuten. Vielleicht auch Tage, Jahre brauche. Naja. Ach komm. Oh Mann, ich hasse den lustigen Walzer. Moment, Falle. Gerne. Wieso nicht? Oh Gott, ich muss ihn weglenken. Komm zu mir. Komm zu mir. Na toll, der kommt nicht. Der kommt nicht. Darf nicht wahr sein. Das darf einfach nicht wahr sein. Bitte sag mir, dass es nicht wahr ist. Mit dem blöden Käfer zu nahe kommen, dann ballert mich ab und dann verschwindet der Käfer auch schon wieder. Boah, komm her, du. Moment. Down. Ja!
Bewacht den Käfer. Okay. Ah, wegen dir, du verdammte... Du Marinarsch. Dafür musst du bluten. Na, verdammt. Erst noch einer. Also liegt genau wieder am Baum, oder? Da, wo der Käfer wäre. Noch einer. Nö. Blöde Arschgeil. Das hat sich diesen Marine-Direktor aber gezeigt. Lass uns weitergehen. Okay. Ja. Toll. Super. Wunderbar. Jetzt darf ich wieder den bekloppten Scheiß-Eiskäfer jagen. Ich kann nur sagen, diese Jagd wird mich an den Verstand bringen. Zum Glück habe ich genug Kugelarters hergestellt. Diese Jagd hier ist scheiße. So, was mache ich noch? Ich habe ein bisschen Zeit. Ein bisschen. Ganz wenig. Kann ich was herstellen? Kochen? Nö. Medikamente. Schlüsselpulver. Ah, Heilkapseln, das ist jetzt wichtig. So, und damit kann ich gleich auch mal die Heiltränke herstellen. Alles rein da. Gut, was kann ich, was ist denn hier? Giftkugel. Oh, kann ich die eigentlich schon herstellen? Ich weiß gar nicht. Gratis eisähnliches Insekt. Und Insekt des Feuerspeit. Ah. Angeleine upgraden. Jo, gerne. Das hier. Tür. Jetzt habe ich noch 9 von denen übrig. Gut. Ja, was mache ich noch? Noch eine Falle? Ja. Eine kaputte war ja hier noch. Okay. War in der Küche noch eine? Bin mir gar nicht mehr sicher. Nö, war keine. Okay. Ah, ich weiß, was ich noch machen könnte. Weil auf dem Schiff kann man ja auch angeln. Ne? Ich muss das Angelsymbol abwarten und. Ich bin über 25 Meter. Über 25 Meter. Autsch. Okay, das war ein bisschen viel. Wow, der zieht aber gut. Der zieht gut. Der zieht gut. Das glaube ich nicht gerade etwas Wichtiges. Wow, 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 wow. Ich hoffe, man hört das so mit meiner Remote nicht. Wäre mir jetzt ziemlich peinlich. Wow, wow, ey. Zappelnitzer Schiff. Fisch. Ich tue dir schon nichts, außer dich vielleicht essen. Wow, Brooke, zieh, okay. Ich muss aufpassen, ey, mit dieser normalen Angel. Mit der normalen Angel zu angeln ist echt scheiße. Mit einer normalen Angel zu angeln ist scheiße. Wow, 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 nein, bitte nicht. Bitte nicht kurz vor knapp. Das ist vielleicht auch etwas Wichtiges. Etwas Gutes, weil das sind 40 Meter, das sind immer gute Burgen zu angeln. Auf dem Schiff, ich weiß ja nicht. Komm. Komm, 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 komm. Komm, zieh ein, zieh ein, und es ist. Es ist eine glänzende Makrele. Gewöhnlicher Fisch, aber damit kann ich vielleicht spezielle Sachen machen. Ist bald fertig. Geil! Okay. Den lagere ich mal, weil ich kann es noch nicht in den Fischtank schmeißen. Und das gegrillte gefrorene Fleisch auch mal und den Umhang auch. Okay, Leute. Das werfe ich weg. Dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal bei One Piece mit Cruise. Ich denke, ich werde offscreen den Eiskäfer fangen, weil das wird eine lange Reise. Lange Reise, naja. Ein langer Fail-Trip oder so. Weil es wird ewig dauern. Also ich kenne... Aus Erfahrung weiß ich, dass er ziemlich hart zu fangen ist und da kann ich dann offscreen auch ein bisschen Brook leveln, weil das ist auch ein bisschen nervig zum Aufnehmen. Ja, also den denke ich mal, wir sehen uns das nächste Mal bei One Piece Unlimited Cruise. Wenn ich Brook ein bisschen gelevelt habe und den Icecaper habe und dann auf zum Endboss der dritten Insel. Und ja, also bis zum nächsten Mal bei One Piece Unlimited Cruise. Cheerio!